Jetzt hat er der Zugführer gesagt, ihr müsst raus da mit einem MG da, nicht? Und müsst dort vorne hinter einem Baum liegen, nicht? Wo der Rabe seht, nicht? Jetzt mal haben wir den, sind sie zuerst sind sie umgeschossen, gleich Granatwerfer, gleich, haben sie schon gemerkt, dass da neu gekommen sind, nicht? Und dann sind sie umgeschossen gleich, und dann sind sie gekommen mit Hurra da, nicht? Jetzt haben wir halt da müssen schiessen, das ist eine große Mulde gewesen, gell, ein großes Feld, oder? Da haben wir den einmal gleich geschossen, nicht? Und dann haben wir geschwind einmal Ladeheim angehört, nicht? Jetzt sind wir den Zug von dem Baum, ist er gleich abwärts gegangen, hinter dem Baum, da haben wir dann die Ladehemmung da behoben, nicht? Und dann wieder probiert, und in dem Moment haben die mit der Back umgeschossen, nicht? Und die Back schießt ja direkt. Da siehst du Aufblitzer drüber, und dort ist das Gleiche, nicht? Und jetzt haben die Back aufgestellt, haben gemerkt, dass da neue Maschinengewehre gekommen sind, neue Leute, und haben sofort alle Maschinengewehre in Ding genommen, nicht? So haben wir halt, haben sie zehn Bäume, haben sie zweimal geschossen, nicht? Mit der Back. Und dann ist dann der Melder gekommen, der gesehen, alle Maschinengewehre sind rausgefallen, nicht? Die sind alle schon da gewesen, nicht? Die haben schön von ihrem Loch aus schiessen können, nicht? Und die haben die Back halt wegrasiert, gell? Wir sind der Letzte, die Kompanie hat vier Maschinengewehre gehabt, oder? Und wir sind die Letzte gewesen, die eigentlich noch da gewesen sind, nicht? Durch das, dass wir dauernd aneinander gerannt sind, nicht? Aber das haben wir auch erst gelernt, das hat uns kein Mensch gesagt, nicht? Dann kommt der Schütze 3, der hätte sollen Munition holen, nicht immer, das war der Schütze 3. Nicht? Und ja, da kommt der nicht, oder? Jetzt habe ich gesagt, du, wir müssen gehen, ich muss eine Munition holen gehen. Nicht? Und bin dann losgelaufen da durch den Wald durch, nicht? Da überall sind die Granatwerfer da reingeschossen. Und da trifft ich meinen Kollegen da, nicht? Der, vom Schütze 3, der ist von Regensburg da oben gewesen. Nicht? Der ist da gelegen, der Bauch aufgerissen, nicht? Und wenn du es so siehst mit dem Ding, und du kannst ja nicht helfen, nicht? Du kannst, nicht? Der hat bloß noch geschreit, oder? Und wenn man das noch, da bist du noch so fertig. Nicht? Und wenn ich halt zurückkomme mit Munitionskästen, hat es mich dann verwischt, oder? Hat es einen Granatwerfer, die hast du ja gehört, die sind hergesurrt da, nicht? Dann bist du gleich dort um, oder dort hinter dem Baum, nicht? Und da sind auch zwei hintereinander gekommen, da bin ich umgekommen, dann hat es mir auch da linke Seite verwischt, oder? Dann hat es mir mal reingelegt, oder? Und dann ist dann ein älterer Soldat vorbei, die so, so versprengte Truppe, sind auch bei uns ein gleich mit. Und der hat gesagt, so, was hast du, oder? Dann sag ich, ja, da. Dann sagt er, komm, nimm das Messer und schneid den Stiefel auf, oder? Damit der schaust, jetzt hat der Fuß gewackelt, oder? Jetzt habe ich gedacht, jetzt ist der Fuß ab. Und ich habe mich praktisch schon gesehen, mit dem Fuß weg, wie man so Soldaten gesehen hat, Verwundete, haben wir gedacht, das erste war, jetzt kann ich nicht mehr klettern gehen. Nicht? Ich bin früher gern klettern gegangen, nicht? Jetzt kann ich nicht mehr klettern gehen. Gell? Das war das erste Gedanke, ich weiß nicht warum. Nicht? Das, nicht? Jetzt bin ich halt der Taglehrer gesagt, ich soll mich auf das Zeltplan legen, nicht? Gasmaske kann ich fortwerfen. Und dann soll ich auf den Zeltplan legen, wenn sie dann kommen, zurückträgen, die Verwundeten, dann müssen sie mich, können sie mich gleich packen, nicht? An jedem Zipfel an und nicht zurück, oder? Und der ist dann gekommen, habe ich noch gleich verbunden, nicht? Ich habe kein Verbandsbäckchen gehabt. Wir haben nicht einmal ein Verbandsbäckchen gehabt, nicht? Die alten Soldaten überall voll gehabt mit Verbandsbäckchen, gell? Die haben sich gesammelt, aber wir haben nicht gewusst, dass wir das, nicht? Und der bin dann verbunden, an der Hand da, habe ich blutet. Und am Fuß ein bisschen umgewickelt, aber gesagt, ja, da ist ein Schussbruch, oder? Da ist eine größere Wunde gewesen, da ist der Knochen abgesehen. Und dann, ja gut, ich habe dann gewartet, eine halbe Stunde bin ich da gelegen, überall zu scheppern da ringsum. Nicht? Und zumal kommen meine Kollegen, nicht? Die noch gelebt haben von unserer Kompanie noch, nicht? Und haben gesehen, sie haben Befehl gekriegt, verwundete Zurückträger, nicht? Zum Bataillonsgefechtsstand, nicht?